Gut 20.000 Zuschauer erlebten ihre Arminia von links nach rechts spielen, in einer Form, die sie lange nicht mehr gesehen hatten. Bereits in der 5. Minute ging es in Führung, als sich Pohl gegen 3 Bremer durchsetzte und Pagelsdorf nach Wodenskis Faustabwehr aus 14 Metern sicher einschießen konnte. Der Druck der Arminia hielt an. Getrieben von Geils und Pagelsdorf stürmten sie weiter, hätten einige Male auf 2:0 erhöhen können. Das war wieder Pagelsdorf. Allmählich aber fanden die Bremer zu ihrem Spiel und konterten vor allem über Völler, der von Geils bewacht wurde. Das ist Reinders. Schaf, Sitka und dann gleich eine der stärksten Szenen von Völler. Aber in dem vorzüglichen Kneipp fand er diesmal seinen Meister. Der Rest der ersten Halbzeit gehörte dann ganz den Bremern, die ihre beste Tormöglichkeit bei einem fulminanten Lattenschuss von Meier hatten. Torentfernung etwa 20 Meter, Kneipp hätte hier keine Chance gehabt und Gruber verzieht den Nachschuss. Nach der Halbzeitpause schienen die Bremer am Ende ihrer Kräfte zu sein. Bielefeld dagegen spielte wie entfesselt auf. Libero Wohlert wird in der 56. Minute überhaupt nicht angegriffen. Kommt aus 20 Metern zum Schuss und trifft ganz genau ins Lattenkreuz. 2:0 nach einer knappen Stunde Spiel. In den letzten 30 Minuten hatten die Arminen gegen die nun verzweifelt, aber unbeholfen angreifenden Bremer noch serienweise Torchancen. Wie gleich die folgende von Rauti einen nach Vorlage von Pagelsdorf. Das Feld ist völlig frei. Es blieb aber bis zum Schluss beim 2:0-Sieg der Arminia insgesamt ein hochverdientes Ergebnis.